Moin Moin, zurück zu Last of Us. So, die Bude haben wir also mal durchquert. Und wir müssen jetzt hier irgendwie weiter. Ich habe noch keine Ahnung wie. Ich denke mal hier irgendwo. Da liegt nur Flaschenstein und was weiß ich was. Scheiß. Da hat er wieder irgendwas neu gemacht, der Sack. Braucht jemand Autoreifen? Nee. Die Frage ist jetzt natürlich, wie zum Geier. Can't help, go away. Also kann nicht helfen, geht nach Hause. Oder haut ab. Jetzt ist natürlich die Frage. Ey, sag mal, hast du K auch im Kopf, Mädler? Betreten verboten. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Da irgendjemand. Und wir sind ja da reingegangen. Da kommen wir nicht drüber. Scheiße. Wat nu? Ich hätte eine Idee. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Gute Idee. Mein Gott. Okay, pass gut auf. Siehst du? Zurück. Hm. Warte mal. Tja, sorry. Bleib in meiner Nähe. Komm schon, wir. Oh, Scheiße! Ich hab dich. Verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Und jetzt? Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Joel! Ja. Scheiße, sie kommen! Kümmer dich ums Seil! Er lebt! Wie weit bist du? Ich mach schnell, wie ich kann! Ehrlich! Ich brauch mal etwas Zeit! Du kannst dich heute mal ein bisschen beeilen, du blöde Nude! Bin bereit, Ellie! Halt euch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, da könnte der Nächste. Beeil dich! Hey, komm her! Zieh
du blödes Scheißvieh! Mach hin! Es haben wir! Ey! Das konnte ja nichts werden. Alter! Bill, sie kommen durch die Tür! Bill, ich zurück! Zurück! Herrgott, nochmal, was ist denn hier los, ey? Fuck die Hühner, Mann! Alter!
Was geht denn ab, ey? Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt nochmal! Was das? Ob das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen auf. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Alle. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Ich nehme alles, was mit Nido und Nagel fest ist. Scheiße. Boah, ey, das war jetzt echt hardcore, ey. Ofenrohr, Hermit, Gott. Gut. Wie sieht denn das jetzt überhaupt mit meiner scheiß Energie aus? Oh. Soll ich vielleicht mal eins nehmen? Ja, machen wir gleich wieder eins. Was ist das für ein Scheiß da hinten, was da blinkt? Aha. Nämlich. Was ist das? Aha. So, komm, auf Hast geht's. Du jetzt alles fertig? Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen.
Du hast mich übertrieben. Also ja, in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Waffe hört sich gut an. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ihr hört sich an. Als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ja, willst du nicht mit der Sprache rausrücken, dass du... Okay, dann mal los. Dass sie im Arsch ist. Was ist denn das für ein Scheiß? Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Boah, Alter, ey. Das war arschknapp, würde ich sagen. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das wird ja immer heftiger, ey. Okay. Er führt gerne Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel, hier lang. Und weiter geht's. Wisst ihr, was mich ankotzt, dass ich immer bloß 20 Schüsse das so mitnehmen kann? Das kann ja wohl nicht angehen, oder? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Ja. Was soll das heißen? Gar nichts. So, machen wir gleich wieder eins. Gut. Warte mal kurz. Das stinkt nach dem Messer. Ah, leck mich doch, mir fängt wieder Klebeband. Gut. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da, es ist im Keller. What the fuck? Okay, hier ruhig. Das ist so komisch. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein.
Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Na, top, bin ich immer gespannt. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Oh, ah. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden... Klebeband! Hervorragend! Der Front gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie warten auf uns. Hier können wir wahrscheinlich aufrüsten. Verbesserungen Space. Okay, wir haben 59. Kostet. Wie sieht's mit dem Bogen aus? Guck mal. Machen wir das da. Geht nicht. Gucken wir beim Bogen. Wir brauchen diese komischen Drahtdinger da, was auch immer. Ohne den funktioniert das nicht. Gucken wir da mal. Na, geht auch nicht. Wie sieht's hier aus? Ja, wir brauchen diese komische Scheiße da. So, schauen wir uns nochmal kurz um, bevor wir hier jetzt dann erst einmal einen Cut rein machen. Da vorne sieht was. Jo, genau das. Ist doch das, was ich gerade gebraucht habe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Das heißt, ich könnte doch jetzt noch einmal irgendwas machen. Okay, hier ist es gut. So, siehst du? Oh, mal wieder Verbesserungen. Schussfolge ermöglicht es. Nachladetempo, ne, das. Ob wir da vielleicht ein bisschen mehr reinkriegen? Magazinkapazität, ja, definitiv. Sehr schön. Schussfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufolgen. Was ist das? Nachladen, ja. Ganz wichtig. Gut. Jetzt haben wir noch 34. Erfordert 2. Oh, das noch. Sehr schön. Wunderbar, oder? Und wie viel Munition habe ich jetzt? 19. Aha. Nehme ich. So. Wenn wir jetzt alles gefunden haben, alles aufgebaut, werden wir hier jetzt definitiv einen Cut reinmachen. Ich gucke noch einmal gerade alles kurz durch, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Jo! Sieht ganz nice aus. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen Cut, nein? Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, da soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Das war zu klasse. So, aber wie gesagt, jetzt machen wir hier erstmal einen Cut, nein. Nachdem ich jetzt erst einmal zweimal gefreckt bin. Okay, ist in Ordnung. Was soll der Scheiß? Bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bedanke mich natürlich noch einmal bei allen, die dieses Projekt hier unterstützen und sag hier Tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.